Jo Leute, was geht zu einem weiteren Video von mir? Und ja Leute, heute geht es um den Doomsday Heist, der uns am 12.12.2017 erwarten wird. Und er ist auf jeden Fall, oder dieses Update ist auf jeden Fall sowas von umfangreich mal wieder. Also das ist mal wieder ein Update, was richtig, richtig geil wird, meiner Meinung nach. Und ihr seht es gerade schon im Hintergrund, Ausschnitte aus dem Trailer, den Rockstar Games uns am 8.12.2017 veröffentlicht hat. Und da habe ich euch mal ein paar Ausschnitte rausgeschnitten. Und es sieht auf jeden Fall alles sehr interessant aus. Hier zum Beispiel eine Kommandozentrale mit Wänden, an deren riesen Fernseherwände sind oder auch Beamerwände oder Displays. Also es sieht alles sehr, sehr modern auch wieder aus und interessant. Ich weiß nicht, ob wir neue Waffen dazu bekommen. Hier sehe ich jetzt nur alte Waffen. Auf jeden Fall werden wir einige neue Fahrzeuge dazu bekommen. 13 an der Zahl. Ich kann euch jetzt leider nur ein paar in diesem Video zeigen, da ich auch nur die zeigen kann, die halt im Trailer sind und ein bisschen erklären kann. Hier haben wir zum Beispiel das Flugzeug oder eins der Flugzeuge, die auch wieder vertikal und senkrecht oder normal starten können. Und hier kann man dann halt auch wieder die Propeller drehen. Und der fliegt jetzt momentan vertikal, also er steht, könnte auf einer Stelle stehen, zum Beispiel wie die Hydra oder halt der Bomber. Ich weiß nicht, Tula hieß der Tula. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Und ja, wie man sieht, er hat auch noch, ich denke mal, eine Lackierung. Ich weiß gar nicht, hat er eine Lackierung? Bisschen sieht so aus. Und ich weiß nicht, ob er auf dem Wasser landen kann. Ich glaube nicht. Aber, naja, wir lassen uns einfach überraschen. Er sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Er wird bestimmt wieder Bomben laden können. Gehe ich stark von aus. Ja, dann haben wir das Luftabwehrgeschützfahrzeug. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Es ist auch mal wieder eins der krankesten Fahrzeuge, die es momentan oder die es dann geben wird. Ich finde es auf jeden Fall mega, mega geil. Muss ich ehrlich sagen, Leute, das wird mal wieder eins der geilsten Fahrzeuge. Weil guckt euch mal an, wie es aussieht. Es sieht einfach mal mega bullig aus. Es ist mal mega stark gepanzert. Ich glaube, das liegt noch mehr als der Insurgent. Und im Trailer sieht man, wie jetzt, ihr könnt einfach so, dann, na gut, das ist natürlich mal wieder ein Trailer-Clip, aber es sieht auch trotzdem mega, mega cool aus, dass wir damit so viel abschießen können. Ich denke mal, dass die Raketenanzahl sehr begrenzt ist, weil dieses Fahrzeug ist wirklich OP. Ihr werdet gleich sehen, wie diese Flugzeuge oder die Helikopter in der Luft explodieren werden. Also Leute, zieht euch das rein, also das ist einfach Wahnsinn. Und der neue Heist wird auf jeden Fall von Lester wieder sein, wie man gerade gesehen hat. Hier haben wir mal ein Fahrzeug, wo ich euch den Namen schon nennen kann, nämlich den Police Riot 6x6, also den 6x6 Polizeitransporter oder FIB-Transporter, der auf jeden Fall sehr geil aussieht. Und ich kann euch sogar den Preis gleich nennen, der kostet dann nämlich im Einkaufspreis auf Watch Dogs 4,45 Millionen, also 4 Millionen. 450.000 und ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessantes Fahrzeug. Ihr seht schon, wie geil man denn, bitteschön Leute, wie geil kann man bitteschön den Polizeiautos und alles damit wegrammen. Also das wird mal mega geil. Ja, dann kommen wir zum nächsten Flugzeug und dieses Flugzeug wird ein Jet sein. Ich kann euch leider nicht sagen, was dieser Jet Besonderes kann. Also ich denke, er kann auch wieder Bomben laden oder sowas in der Richtung, also jetzt Bomben werfen. Er kann bestimmt auch ja, locker Raketen schießen, MG und, ach, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Jet, wo man zu zweit drin fliegen kann. Ich kann euch leider nicht sagen, wie dieser Jet heißen wird, aber ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Und ich finde auch cool, dass es in GTA Online jetzt alles so ein bisschen erweitert wird von den Flugzeugen her. Ich würde mir ein paar Schiffe noch wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das das letzte Update sein wird, weil Red Dead Redemption kommt ja im Frühjahr und, ja, Rockstar wird sich dann damit ein bisschen beschäftigen. Ja, hier haben wir dann noch ein anderes Flugzeug, was auch mehr so aussieht wie so ein Segelflieger. Oder das war, glaube ich, sogar der Jet. Das müsste der Jet sogar gewesen sein. Also haben wir so ein Segeljet. Ja, dann kann ich euch den nächsten Namen nennen, nämlich den Impont Deluxe oder Deluxe. Das ist das Fahrzeug aus Zurück in die Zukunft, der DeLorean oder DeLorean. Ich weiß jetzt nicht, wie er ausgesprochen wird. Auf jeden Fall sieht er sehr, sehr geil aus und kann angeblich unter Wasser fahren. Ich weiß es jetzt nicht. Wir können mit diesem Fahrzeug fliegen. Wir können Flügel ausfahren. Und dieses Fahrzeug wird 3,8 Millionen kosten. Also 3.890.000. Und ja, da sind wir beim nächsten Fahrzeug, nämlich einem Jeep, der auch sehr, sehr cool aussieht mit der MG drauf. Damit kann man bestimmt ordentlich durchs Gelände fahren. Ihr könnt da wahrscheinlich auch über die Leitplanken einfach fahren, so wie die Räder aufgehängt sind. Das ist ja fast schon ein Monster Truck. Zieht euch das mal rein, Leute, wie das aussieht. Sieht einfach mal mega, mega krank aus. Und ja, ich sehe gerade hinten sitzt einer an der MG oder sitzt er auf dem Dach. Ich kann das gerade nicht so erkennen. Oder schießt er aus dem Fenster? Ich weiß es jetzt nicht. Es ist gerade ein bisschen mit der Sonne da in dem Bild. So ein bisschen, naja, man sieht es nicht so richtig, alles so ein bisschen dunkel. Aber sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Hier haben wir zum Beispiel den Tisch. Habt ihr gerade den Tisch gesehen, Leute, wo man einfach mal den Videoclip gesehen hat?
Hier haben wir einen neuen Kampfhelikopter. Mal gucken, was das für ein Kampfhelikopter sein wird. Er sieht auf jeden Fall mega, mega gepanzert aus. Also das wird ein richtiges Militär-Update. Und ja, Leute, hier sieht man den Helikopter nochmal auf diesem riesen Bildschirm, auf dieser riesen Bildschirmwand, die einfach mal extrem, extrem, extrem cool aussieht. Und ja, der Helikopter, ich finde ihn einfach mega, mega cool. Freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf. Und ja. So, wie man auch sieht, der Helikopter hat auch noch Beleuchtung, also er hat auch noch Lampen. Das wird wahrscheinlich irgend so ein Polizei-FIB-Helikopter sein. Na, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich denke mal, so in die Richtung wird es sein. Sieht auf jeden Fall mega, mega cool aus. Und ja, hier sieht man zum Beispiel die DeLoreans einfach mal unter Wasser, die Impont Deluxe. Fahrzeuge für 3,8 Millionen, habe ich euch ja vorhin schon erzählt oder erklärt, wie viel die kosten. Und die werden dann auch unter Wasser fahren können. Und wir sehen ein U-Boot, Leute. Können wir denn ein U-Boot fahren oder können wir uns da drin befinden? Oder ist es eine Mission? Ist es der Heist, wo wir in irgendeiner Vorbereitung dahin fahren? Ich denke mal, das wird in irgendeiner Vorbereitung sein. Leider nicht im Online-Modus. Aber wenn es im Online-Modus ist und man kann das U-Boot kaufen, es wäre mega ultra geil. Und man könnte dann ein bisschen unter Wasser was erforschen. Oh, mit den neuen Autos auch schon. Also es ist einfach genial. Und ja, hier haben wir dann nochmal Lester zu sehen und auch eine neue Person, die dann bei den Heists mit dabei sein wird. Sie sieht auf jeden Fall auch sehr reich aus, also ich denke, sie wird auch eine Rolle spielen. Vielleicht erledigen wir für sie den Heist und bekommen dann einen Anteil des Geldes. Und es wird auf jeden Fall mega, mega cool. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ein neuer Heist kommt. Und ihr seht da hinten auch ein neues Fahrzeug. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, was das für eins ist, aber es ist auf jeden Fall ein Supersportwagen. Und hier haben wir dann nochmal den anderen, der auch... Also das ist der DeLorean, der auf jeden Fall auch sehr cool aussieht. Bloß, wo sind die Räder geblieben, frage ich mich jetzt auf diesem Screenshot. Ist es eine ganz andere Variante? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr habt gerade diesen Turm gesehen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Also ich bin noch sehr, sehr ratlos. Aber hier kann ich euch wieder sagen, was wir denn hier haben. Wir haben nämlich einen neuen Panzer, nämlich den TM-02 Canali oder wie er heißt? Canali oder so. Also ich kann das jetzt gerade nicht aussprechen. Ich lese das hier gerade auf dem zweiten Bildschirm und der heißt Canali irgendwie. Und der kostet 3,6 Millionen, also 3.600.000 und er sieht sehr, sehr krank aus. Also Leute, guckt euch mal dieses Rohr an, ich weiß nicht, oben ist das noch ein bisschen offen, das muss mal, also ich weiß nicht, was das für ein Kaliber ist, aber ich glaube, der schleudert da ordentlich was raus. Vielleicht weiß einer von euch, wie dieses Fahrzeug in echt heißt oder ob es auch in echt, oder ob es das auch in echt gibt. Ich finde es ein bisschen glatt, muss ich ehrlich sagen, von den Wänden. Ja, dann kommt das Jetpack, Leute. Das Jetpack kommt endlich in GTA Online. Und deswegen denke ich auch, dass es eins der letzten GTA-Updates sein wird, bevor Red Dead Redemption kommt. Und ja, das Jetpack gab es eigentlich nie in GTA Online. Viele haben Mysterien darüber gemacht und Easter Eggs und was weiß ich. Viele Theorien gab es darüber. Und jetzt wird endlich das Jetpack hinzugefügt, weil Rockstar dachte sich bestimmt, jetzt suchen die schon seit 3 Jahren in GTA nach dem Jetpack und sie finden es nicht, weil es einfach nicht existiert. Was soll's, wir fügen es einfach hinzu. Nee, Leute, Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das Jetpack kommt. In GTA 4 oder nee, in GTA San Andreas gab es auch ein Jetpack. Ich fand es auf jeden Fall immer eine ganz coole Sache. Ich weiß aber nicht, ob wir das auch im freien Modus benutzen können oder auch nur in einer Mission. Es sieht auf jeden Fall ultra cool aus. Und hier auch nochmal ein Bild von dem U-Boot, was auf jeden Fall auch ultra cool aussieht. Ich denke mal, das wird alles so zum Heist gehören, was wir jetzt in dem Trailer gesehen haben. Wir haben ja den Heist-Trailer gesehen, deswegen sehen wir auch nicht so viele Fahrzeuge, weil wir wirklich nur die Fahrzeuge sehen, die im Heist vorkommen. Aber es werden uns 13 neue Fahrzeuge erwarten. Und ja, Leute, falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr meinem Kanal gerne ein Abo da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr noch die 4000 Abonnenten. Wäre auf jeden Fall mega, mega cool. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Bei 4000 Abonnenten mache ich aber eine große Unlock-All-Verlosung. Ich habe nämlich noch ein paar Unlock-Alls. Und falls ihr noch Interesse habt an meinem Kanal, könnt ihr gerne auch noch weiter vorbeischauen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis dann und ciao. It's clear, it's right now. Avon is worried that someone's trying to start a war. I'm not worried about it. I'm certain of it. It has to be the Russians, or the North Koreans, or the Chinese, or the Iranians. We would need a ballistic missile launcher to have half a chance. This cannot be traced back to me. For all I know, you're bugged all to high hell and you don't even know the bugs exist! This is the apocalypse. The doomsday scenario. Mushroom clouds, fallout! Oh, it's supposed to be at a potluck.
Say hello, Clifford. You're embarrassing me, Avon.